Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare Remastered. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit Kapitel 4 aus Akt 3 Sackgasse. Dann würde ich mal sagen, los geht's mit der Action. So, ich bin diesmal auf der Flucht, um die Atomraketen zerstört. Faceplate, Bravo 6 hier. Wie ist der Status des Helikopters? Over. Das reicht nicht, Faceplate. In 10 Minuten sind alle fort. Truck nähert sich von links. Jetzt bin ich auf der Flucht. Von den großen Russen. Sichert unseren Rücken, wir werden eingekesselt! Feind mit Raketenwerfer! Ausschalten! Volltreffer! Auf den Truck schießen! Was war das denn? Noch ein Raketenwerfer auf den Truck! Truppentransporter kommt! Da ist ein Raketenwerfer auf den Truck! Sie feuern einen Raketenwerfer! Sofort ausschalten! Auf den Laster schießen! Heli! 6 Uhr hoch! Ausschalten! Raketenwerfer nehmen und auf den Heli da feuern! Ja, wo ist der Heli? Komm da! Okay. Oh, was war das denn? Oh, ich bin gestorben. Okay. Feind mit Raketenwerfer! Ausschalten! Raketenwerfer nehmen und auf den Heli da feuern! Halt doch mal still! Heli auf 9 Uhr! Festhalten! Soll der erwischt? Raketenwerfer nehmen und auf den Heli da feuern! Auf 12 Uhr! Die Helis haben sich verdrückt! Er hat keine Munition mehr! Wie praktisch für mich! Ja, wirklich. Oh, verdammt! Er will die Brücke hochjagen! Den verdammten Truck aufhalten! Ah, ja, da hat der Heli die Truppe ausgetrickst. Die Brücke wird nicht halten! Los, los, los! Schnell runter von der Brücke. Sie stürzt ein! Alle runter! Weg da! Baseplate! Bravo 5 hier! Sind unter schwerem Beschuss bei der Brücke in Planquadrat 244352! Brauchen dringend Hubschrauberunterstützung! Over! Wir arbeiten daran, Bravo 5. Loyale Truppen in der Gegend könnten vielleicht helfen, aber Bestätigung momentan nicht nötig. Baseplate, Ende. Nichts nutziger Penner! Yes, sag mir was zu diesem Helikopter! Captain Price! Wir sind auf uns allein gestellt, Sir! Okay, das ist nicht gut. Keine Unterstützung, keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Das heißt, und wird praktisch nur überrascht. Tut verdammt gut, von ihm zu hören! Das Ding wird explodieren! Bewegung!
Okay, Guess müsste das sein. Ne, Sergeant Griggs müsste das sein, der mich rausholt. Nach der Detonation. Oh, da hat das den doch noch erwischt. Ah, Captain Price liegt da. Der sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Und ach. Er ist immer Sakaev, genau. Der gerade meine Leute dezimiert. Ah, da kommt die Unterstützung. Knappe Geschichte. Zack. Erledigt. Man Zakaev ist erledigt. Und da kommt jetzt, wenn man kann sagen, Kamarovs Trupp kommt gerade noch rechtzeitig. Edotieli, die Schied! Gleich hast du es geschafft, mein Junge. Männer, schließt jetzt an der Wast auf Schäfus auf Schiedig! Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! Aus Russland hieß es, die Tests würden den UN-Richtlinien entsprechen. Eine Stellungnahme der ultranationalistischen Partei blieb aus, es wurden jedoch Gerüchte über einen Machtkampf um die Parteiführung laut. Die weiteren Nachrichten. Die Suche nach einem Schiff in der Beringstraße wurde wegen heftiger Winde abgebrochen. Oh, das war's ja schon. Ja gut, dann bevor ich mein Fazit loslasse, lasse ich erstmal die Credits laufen.
und los. Dann auf die harte Tour. Das kann doch nur ein Witz sein. Ich meine es ernst. Okay. Okay, das ist... ja, das ist der Epilog über die Wolken. Ach, den nehme ich direkt mit. So, der... Ja, ich sag mal so, der ziemlich schwer ist auf Veteran, aber irgendwie machbar ist. Sprich, man ist infiziert. Oder man ist infiziert. Man hat Minuten Zeit. Okay, jetzt auf Soldaten ist, hat man auch man hat Minuten Zeit. Ziel erledigt. Sonst hat man auf Veteran eine gute Minute Zeit. Ziel erledigt. Ah. Ach, verdammt. Für den Erfolg auf Veteran, oh, was saß ich da? Ich saß da eine Ewigkeit dran. Okay, da hat er mich überrascht. So. Das heißt nochmal. Ziel erledigt, Injektion 1 Alpha. Ziel erledigt. Schade, ich dachte, ich könnte das in einem Rutsch schaffen, aber nö. Bewegung. Ziel neutralisiert. Oh, das war eine schlechte Blend. Ziel erledigt. Oh, das war knapp. Wir haben ein Loch im Rumpf. Runter, runter! Oh. Ziel erledigt. Bewegung. Oh. Feind neutralisiert. Treppe gesichert. Friere noch ein Kontakt. Feind neutralisiert. Erledigt. Ziel neutralisiert. Ziel erledigt. Und immer weiter. Blend aus. Feind neutralisiert. Ziel erledigt. Wichtigste Stelle im Spiel, den Geiselnehmer zu erschießen. Was? Ich hab. Okay, nochmal das Ganze. Ungefähr ab einer Sekunde sollte man auf den Geiselnehmer schießen können. So. Jetzt wird mal schnell mal eben. Ich würde sagen, und tschüss. So, nochmal ein kleines Abschiedsfoto. So, und ich würde mal sagen, das war's mit Call of Duty Modern Warfare Remastered. An sich,
optisch gesehen ist es gut geworden, wie ich finde. Dann von der Soundkulisse her auch sehr, ja, doch so ziemlich gut gemacht halt. Dann kommen wir zum interessanten Teil, die Inszenierung des Spiels. Das ist für mich persönlich, wie soll ich das am besten formulieren? Ich würde sagen, von den Call of Duties, die ich gespielt habe, von damals und heute, jetzt, ja, ich schließe das alte Modern Warfare für die 360, ja, für die Xbox 360 und PlayStation 3 mit ein und das Remaster zusammen, ist es für mich das beste Call of Duty überhaupt. Von der Inszenierung her passt es wunderbar. Es ist ein, wie soll ich so sagen, ein schöner Action-Thriller-Film, würde ich jetzt mal sagen. Halt, man hat hier die Situation praktisch sehr gut abgepasst halt, sodass es nicht zu actionlastig wirkt, auch nicht zu langsam nicht wirkt. Man hat dort bei diesem Teil, ich würde sagen, wunderbar die Mitte getroffen halt. Es lässt sich zügig spielen, plus halt, es wirkt nicht zu hastig, nicht zugleich. Es gibt auch schöne Stellen, wo ich sagen muss, so, wow, das war gut gelungen. Wo ich sagen muss, so, der Atompilz hier bei Spätfolgen zum Beispiel, wo man hier rauskriegt aus dem Chinook-Helikopter und man sieht nur so einen Atompilz und dann ist Feierabend, wo man halt die Marines gespielt hat oder diesen einen Marine halt. Oder was noch, die beste Mission halt oder die beste oder das beste Kapitel im Spiel war gut getarnt, wo man halt diese Scharfschützenmission hatte, wo praktisch hier daneben halt die russischen Truppen vorbeilaufen und man könnte die praktisch so direkt hier am Bein packen, so nah waren die halt. Genau. Eins der besten Call of Duties überhaupt, wie ich finde. Als Neuauflage auch gut, ja, ist es würdig, sage ich mal, als Neuauflage. Multiplayer, da habe ich mal ein bisschen mal reingeschnuppert, aber irgendwie, da muss ich ja sagen, halt so, durch diese Mikrotransaktion und so, finde ich das nicht mehr so gut gelöst, wie damals. Damals hat man noch gespielt, ohne Ende, ohne irgendwelche, sag mal schnell, Mikrotransaktionen oder so, oder ohne irgendwelche Hippie-Toppi, Rotpunktaufsetzung, keine Ahnung. Das war einfach nur spielen und fertig. Und heute wird überall, ist halt Activision halt gewöhnt halt, überall diese Mikrotransaktionen, entweder sind die sofort da oder die werden nachträglich, kommen die dann halt einfach rein. Okay, bei neuen Waffen, die man zusätzlich sich kaufen kann oder erspielen kann, ist es okay, wenn neue Waffen hinzukommen, aber wenn man halt solche kosmetischen Sachen kommt oder solche, Visitenkartengeschichten halt, muss ich sagen, nee, die braucht man nicht. Ja, Inszenierung super gelöst, Sound auch gut, optisch gesehen ist es auch gut gemacht, wie ich finde, die Neuauflage. Multiplayer ist, naja, ist okay. Was noch? Von Gameplay her, man merkt, es ist ein Action-Shooter halt. Lässt sich sehr zügig von der Hand spielen. Klar, auf Veteran ist es wiederum anders halt. Das ist wirklich auch schwerer. Da muss man auch schon wissen, wo man welchen Gegner erschießt und so. Und wie man laufen soll. Solche Geschichten. Deswegen über die Wolken halt habe ich nur auf Söldner gespielt und nicht auf Veteran. Weil auf Veteran hast man für den ganzen Parcours bis zu den Zivilisten da. Oder Geiselnehmer und ja, den Geiselnehmer halt. Praktisch eine Minute Zeit. Und es ist schon ziemlich schwer. Wie gesagt, damals auf der 360 habe ich x-tausende Anläufe gebraucht, um das überhaupt zu schaffen. Und hier, ob ich das nochmal machen werde halt, weiß ich nicht. Ja. Was gab's noch so darüber? Doch, es ist ein gutes Spiel, wie ich sagen würde. Ja, Was ich als nächstes machen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Irgendein neues Projekt halt. Da wird mir was spontan in mir was einfallen. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.